Willkommen zum Tagessegen heute am Sonntag. Im Johannesevangelium sagt Jesus: Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und in wem ich bleibe, der bringt reiche Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr nichts vollbringen. So eine Traube, wer die mal richtig anschaut, der sieht, diese Beeren sind ganz schön eng zusammen. Und das macht ja Kirche aus, dass wir zusammengehören und ernährt werden von diesem Weinstock, der Jesus heißt. Und wir sollen eng an ihm sein und dann sind wir auch eng aneinander. So wie jetzt hier beim Tagessegen ich einen Moment in ihrer Nähe sein darf, aber dann bin gar nicht ich in ihrer Nähe, sondern wir beide, wir sind in der Nähe Jesu, des Auferstandenen. Und auch wenn Sie jetzt das vielleicht ganz schön finden, was ich sage, denken Sie daran, es ist letztlich der Saft, der von Jesus her aufsteigt, die Kraft, die von Gott herkommt. Und dann sollen Sie Ihren Weg gehen, das, was Ihnen möglich ist. Sie sollen nicht so reden wie der Bruder Paulus, der redet halt, wie er kann. Sie sollen so reden, wie Sie können, so handeln, wie Sie können. Sie sollen aus der Kraft, die Jesus verleiht, eine einmalige Frucht bringen, die gut schmeckt vielen Menschen. Es segne Sie, der gütige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.